Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, und Leute, es ist der Oberhammer. Es ist soweit. Ich kann es kaum glauben. Das Ding ist echt da. Und hier ist. Der Dark Bomber. Ich habe noch ein anderes Video dazu hochgeladen, wie die Streamer darauf reagiert haben. Oberbrüller, Oberhammer. Das Ding, das ist so mega nice, hammergeil. Zieht's euch einfach mal rein hier, das ist der Dark Bomber. Ja, Mann. Das Make-up ist richtig cool. Also das, schaut euch die Animationen an, Mann. Schaut euch die Animationen an. Da unten ist der kleine Würfel. Und da ist Myth natürlich noch was aufgefallen. Zieht's euch mal rein hier. Achtet mal drauf. Was ist denn da im Hintergrund? Im Hintergrund seht ihr Vulkane. Jetzt ist die große Frage. Myth geht davon aus, Vulkane werden kommen. Ich meine, es war ja schon mal das Thema gewesen, dass irgendwo auf dem Loot Lake ein Vulkan entstehen soll. Guckt euch das Ding an hier. Hammer nice. Dieser Skin ist der Oberknaller. Dem Ding kann ich echt nur 10 von 10 geben. Hammer. Mega krank. Ja, und dann gucken wir doch mal ganz kurz, wie habt ihr denn auf den Dark Bomber bis jetzt? Also ich meine, er ist jetzt gerade erst rausgekommen, aber die erste Reaktion ist auf jeden Fall schon da und ist 5 von 5. Kein Wunder, 10 von 10. Alter, das Ding, das ist der Oberbrüller. So, mega nice. Dann gucken wir mal hier rein. Da haben wir hier den Dark Glyph. Ja, das finde ich, ist halt jetzt wieder so ein Standardgleiter, ne? Die Animation ist schon nice. Aber, ja, die Animation ist schon cool, ja. Aber es ist halt ein Standardgleiter. Deswegen kann ich dem Ding eigentlich nicht mehr, also normalerweise gebe ich den Standardgleitern ja so gut wie keine Punkte, aber der ist schon nice irgendwo. Also deswegen gebe ich dem Ding 5 von 10. Ja, der Dark Glyph. Na, gucken wir mal, wie habt ihr denn darauf reagiert, auf den Dark Glyph. Auch 5 von 5. Wow, alter Vater. Krass. Ich meine, okay, ja, 500 V-Bucks ist schon nice. So. Und das ist die Oberhammerpicke. Die Thunder Crash. Ich finde die so mega nice. Das Pferd hier. Es hat Hörner. Also nicht nur ein Einhorn vorne, sondern auch noch rechts und links Hörner, Stierhörner. Teufelshörner, könnte man auch so sagen. Da unten diese Stachelräder. Ah, das Ding, das ist schon oberknallig. Und auch der Sound ist geil. Wie das aussieht, wenn man mit der Picke jemanden vernichtet, ja, dann, wenn ihr das sehen wollt, dann schaut doch auch einfach mal in das andere Streamer-Video rein, was ich hinten am Ende des Videos verlinke. Da sieht man nämlich, also der Effekt ist geil. Fliegen richtig die Blitze raus, ja. Und das ist schon nice. Also die Picke ist mega geil, da gebe ich auch 10 von 10. Ist mit momentan eine der geilsten Picken, die ich überhaupt jemals in diesem Spiel gesehen habe. Also, ist es, also heute oberknallig. Mega nice. So. Na, auch da 5 von 5 bis jetzt gegeben worden. Wundert mich überhaupt nicht. So, dann schauen wir mal hier rein. Jetzt kommen wir zu den normalen Daily Items. Dann haben wir hier den Breaking Emote. Gucken wir mal da rein. Ja, Breakdance. Ich mach's gerade nochmal. Ist ganz okay. Also ist jetzt nicht der Oberhammer, ja. Ich gebe dem Ding 7 von 10. Und ja, wie habt ihr darauf reagiert? Gucken wir mal ganz kurz.
3 von 5, ja, das kommt in etwa hin mit dem, was ich sage. Deckt sich in etwa. So, weiter geht's. Dann haben wir den Radiant Striker. Und den finde ich. Ja, es ist halt wieder so ein Standard-Emo, Standard-Skin irgendwo, aber sieht schon. Er sieht schon nice aus. Also die Klamotten sind schon cool. Definitiv. Aber dafür, dass es halt nur ein Standard-Skin ist, kann ich dem Ding halt echt nicht mehr geben als 6 von 10. Ja? Aber er ist auf jeden Fall cool. Ist nicht schlecht. Gefällt mir ganz gut. Nee, ich gebe ihm 7 von 10. Ich finde den echt cool. 7 von 10. Guck mal, wie habt ihr denn auf den reagiert, auf den Radiant Striker? Oh. Gebe ich mal einem normalen Skin hier 2 von 5. Okay. Das ist natürlich 2,67 von 5. Also ist genau die Mitte. Naja, ist halt ein Standard-Skin, ne? So, dann. Ich finde den, der sieht gar nicht mal, ich finde, der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Na gut. Okay. Jetzt machen wir weiter. Das Ding hier, das Warzenschwein, der Warthog, finde ich jetzt nicht wirklich prickelnd. Dem kann ich nicht mehr geben als 0 von 10. Das ist echt schwach. Also das Ding, ja, gucken wir mal. Auch hier, da habt ihr 1 von 5 gegeben. Also seid ihr da voll und ganz meiner Meinung. Das Ding ist Schrott, das kann man sich sparen. Da braucht man keine V-Bucks für auszugeben. Dann kommen wir zum Fortune. Er sieht relativ cool aus. Ja, das ist schon nicht so schlecht. Aber es hat auch wieder mehr oder weniger ein Standard-Skin. Ah, ich gebe dem Ding halt 5 von 10. Ja, was soll ich dem mehr geben? Den Fortune. 5 von 10. Und da. Liegt ja auch, liegen wir ziemlich beide in der Mitte. Kommt hin. So, dann sind wir bei der Batsickle. Die ist, ja. Der Baseballschläger mit der Sichel, die da oben reingehämmert wurde. Diese Picke ist schon echt nice, muss ich sagen. Ich finde. Der Baseballschläger mit der Sichel da oben drin. Ich finde, das Ding hat schon 6 von 10 verdient. Gucken wir mal. Wie seht ihr das? Batsickle 3,19 von 5, also auch ziemlich mittig. Und dann sind wir beim allerletzten. Das ist der Fistpump. Ja. Ich meine, okay, 200 V-Bucks. Ja, da kann man. Es ist halt ein bisschen schade, dass man nichts dabei hört, sonst, also außer dem Windzug. Ist aber nicht so schlecht, aber ja, für 200 V-Bucks kann man dem Ding auch schon mal 5 von 10 geben. Na, gucken wir mal, wie ist der Fistpump bei euch angekommen? 3,14 von 5. Ja, das war's jetzt heute vom Daily Shop. Fortnite Daily Shop. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, läutet die Glocke und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News. Mit mir dem gleich oder Fortnite Action mit dem Herrn sofort. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.